von 662 Stimmen, richtig, 601 Stimme ist abgegeben worden, 2 waren ungültig, damit waren 599 Stimmen gültig. Die erforderliche absolute Mehrheit liegt also bei 300. Auf den Kandidaten Christian Lindner entfielen 519 Ja-Stimmen, das sind 86,6%. Applaus und Glückwünsche gibt es jetzt für Christian Lindner. Wir hören noch die Nein-Stimmen. 10% und 19 Enthaltungen hat es gegeben. Damit ist der Delegierte Christian Lindner zum Bundesvorsitzenden gewählt. Und ich darf ihn fragen, ob er die Wahl annimmt. Herzlich gerne und ganz herzlichen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Tolles Ergebnis, das uns motiviert, weiterzumachen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg. 86,6% der Stimmen, das müssen wir ein bisschen einordnen. Letztes Mal, vor 2 Jahren, hat er 91% bekommen. Das heißt, er liegt ein klein wenig drunter. Damit war gerechnet worden von allen Beobachtern hier, dass er nicht wieder so gut abschneiden würde. Denn er ist zwar nach wie vor unangefochten als Parteivorsitzender, aber es gab auch durchaus Kritik an einzelnen Auftritten und einzelnen Äußerungen in den vergangenen Wochen und Monaten. Und das hat jetzt hier durchgeschlagen auf das Ergebnis.